Wir werden heute mal einen Tohatsu Motor, 10 PS Motor, heißt 9,8 PS, warten. Der hat jetzt eine Saison hinter sich. Also der Motor hat schon mehrere Saison hinter sich, aber nach der letzten Wartung bzw. Reinigung erst eine Saison jetzt im Wasser gewesen. Man sieht es deutlich an dem Unterwasserteil, welches also jetzt 5 Monate mehr oder weniger im Wasser war. Man könnte natürlich ganz schlaue fragen, warum lässt man den Motor im Wasser? Der Motor ist an einem Schlauchboot dran. Wenn ich den Motor hochnehme, schlägt er immer hin und her, also bleibt er im Wasser. So, als erstes sprühe ich den Motor mit so einem Reiniger ein und lasse diesen dann also eine halbe Stunde einfach einwirken. Der Motor befindet sich jetzt auf so einem speziell für Außenborder konzipierten Träger. Diesen Träger bzw. auch den Reiniger werde ich euch in der Beschreibung, welche ihr über den Kommentaren findet, einfach mal posten. Ja, der Reiniger ist nicht der billigste, aber er ist wirklich gut. Das spart sich eine ganze Menge Arbeit. So, ich habe das jetzt hier 20 Minuten einwirken lassen. Dann nehmt ihr euch eine Wurzelbürste und entfernt die Algen bzw. die Muscheln. Noch besser geht es natürlich mit dem Hochdruck rein, ja. So, das kann ich jetzt schon sehen lassen. Hier war jetzt noch kein Reiniger dran, muss ich nochmal ein bisschen was nachsprühen. Achtet drauf, dass ihr diesen Reiniger nicht an Sachen sprüht, die verzinkt sind oder aus Aluminium. Da dieser Reiniger relativ sauer ist, kann es also passieren, dass denn diese Teile anlaufen. Ich werde noch mal kurz hochschwenken, um euch zu zeigen, welche Teile ich jetzt meinte. Es war eben wohl nicht so deutlich zu erkennen. Hier, dieser Hebel zum Hochmachen, beziehungsweise hier dieser Trimbolzen, verzinktes Eisen, würde also die Verzinkung angreifen und rosten. Ich habe jetzt nochmal auf die Stelle gezoomt, die ich ausgelassen habe. Ihr werdet sehen, hier ist so ein bisschen Kalk, wenn man den Rand sprüht, das fängt gleich an zu schäumen. Seht ihr, der Kalk wird gelöst, deswegen nicht an Aluteile oder verzinkte Teile sprühen. Nachdem wir jetzt den Motor äußerlich gereinigt haben, machen wir einen Ölwechsel. Das nehmen wir die Haube ab, vorne in den Spannverschluss lösen und die Haube wegnehmen. Da haben wir jetzt hier einmal den Ölmessstab und hier zum Einfüllen von dem frischen Öl. Habt ihr ja sicherlich bei Inbetriebnahme gemacht, habe ich ja gezeigt, wie in meinem vorigen Video, Inbetriebnahme eines Tohatsu Motors. Wenn man sich jetzt das Öl mal anguckt, geht ein bisschen schwer raus. Es ist doch relativ dunkel, zumindest für einen Benzinmotor. Beim Dieselmotor wäre das mehr oder weniger frisch. Also werden wir das auf jeden Fall vom einen Wintern wechseln. Zum Wechseln vom Motoröl habe ich jetzt hier so eine Saugpumpe. Man kann ja schlecht den Motor jetzt auf den Kopf stellen und das Öl ablaufen lassen. Ich sauge jetzt praktisch hier, weil hiermit erzeuge ich einen Unterdruck und mit diesem Schlauch sauge ich das Öl ab. Dazu führe ich jetzt den Absaugschlauch in die Öffnung ein, wo ich meinen Ölmessstab drin habe und fange an, jetzt hier Unterdruck zu erzeugen. Wäre natürlich besser, wenn der Motor jetzt betriebswarm wäre, aber ich kann ihn hier schlecht laufen lassen. Ihr seht, wie jetzt hier
Altöl abgesaugt wird. Einfach den Schlauch auch so ein bisschen hin und her bewegen, dass er möglichst in der tiefsten Stelle ist. Und wenn das Öl rausgesaugt ist, hört ihr so ein leicht schnorchelndes Geräusch. Wie gesagt, macht es nicht, wenn der Motor womöglich draußen im Frost gestanden hat, sondern stellt ihn ein bisschen warm, Heizungskeller oder vor der Heizung. Umso einfacher tut sich das mit dem Absaugen von dem Öl. So, hier jetzt nochmal mit ein bisschen Licht. Ihr seht, hier geht der Schlauch rein, da wo der Ölmessstab reinkommt. So, noch ein kleiner Tipp. Sollte euer Motorlauf im Standgas zu gering sein und ihr Angst habt, dass er jeden Moment ausgeht, diese untere Schraube hier, die mit Federn unterstützt ist, eine halbe Umdrehung oder eine Umdrehung weiter reindrehen, dann wird der Motorlauf im Standgas erhöht. So, jetzt hört ihr dieses schnorchelnde Geräusch. Das heißt, Öl ist raus oder fast raus. Er zieht jetzt Luft, bewegt den Schlauch ruhig noch mal so ein bisschen hin und her, dass ihr ihn aufs Letzte erwischt. Ein Ölfilter oder sowas hat der Motor nicht, den ihr auch noch wechseln könnt. Jetzt habe ich scheinbar wieder ein bisschen mehr erwischt. Wie gesagt, es macht sich bei warmem Öl noch besser. Also vielleicht bei der letzten Ausfahrt am Wasser noch ordentlich warm laufen lassen, absaugen. Natürlich darauf achten, dass kein Öl ins Wasser kommt. So, jetzt den Schlauch wieder entfernen. Und den Motor mit der vorgeschriebenen Menge und auch Sorte befüllen. Wer mich jetzt wieder fragt, welches Öl das beste ist, kann ich euch nicht beantworten. Fragt 10 Angler, welche Würmer die besten sind oder welcher Köder der beste ist. Und ihr werdet da 11 Antworten erhalten. Guckt einfach in euren Wartungsheft rein, was für eine Ölsorte und welche Spezifikation. Ich habe hier ein 10W40, verwende ich bei allen Motoren, ob hier bei einem Außenborder mit 2 Zylindern oder beim V8. 10W40 ist da immer meine beste Wahl. So, wenn ihr nicht genau wisst, welche Menge reinkommt, eine Sekunde warten. Eigentlich eine Sekunde, sondern wirklich ein, zwei Minuten, bis alles Öl runtergelaufen ist. Und dann einfach mal den Ölmessstab verwenden und gucken, wie viel drin ist. Der hat hier zum Beispiel gerade mal ein Minimum. Also der braucht noch was. Macht nicht zu viel Öl rein, weil überfüllen ist genauso schlimm wie zu wenig Öl. Haltet es am besten so in der Mitte, also in der Mitte von dem Messstab. Guckt auch bitte rein, ob ihr den Messstab ganz reinstecken sollt zum Messen oder nur bis oben hin. Das ist bei manchen Motoren unterschiedlich. So, das war's mit dem Ölwechsel. Jetzt mache ich immer noch Folgendes vom Winter mit dem frischen Öl. Ich ziehe natürlich ohne Zündung an, den ein, zwei Mal durch, damit überall frisches Öl ist. Das war's mit dem Ölwechsel für den Winter. Jetzt werden wir uns noch um den Impeller kümmern. Das wird der nächste Schritt sein. Wir werden ihn kontrollieren, gegebenenfalls wechseln.